Er wird genährt. Er wird genährt. Schweigt. Er ist völlig wahnsinnig. Aber er besitzt Informationen darüber, wie wir in den Tempel eindringen können, um die Rückkehr des Imperators zu verhindern. Ich möchte ihn persönlich befragen. In seinem Zustand muss er äußerst vorsichtig behandelt werden. Die Zeit ist knapp. Hier ist ein direkterer Ansatz vonnöten. Ob wahnsinnig oder nicht, Ivan definiert seine Würde darüber, dem Imperator zu dienen. Wenn er reden soll, muss er sich respektiert fühlen. Angesichts eurer einzigartigen Perspektive, Zorn, lasse ich euch den Vortritt. Bringt den Mann in meine Gemächer. Und wie sieht es aus? Wie es aussieht? Ich würde sagen, beunruhigend. Laut Ivan gibt es im Inneren des Tempels ein Gerät, mit dem sie den Imperator zurückholen wollen. Es ist eine Waffe, die dafür gedacht ist, alles Leben auf dem Mond auszulöschen. Nur im Tempel selbst ist man sicher. Oh, das hört sich interessant an. Die würde ich zu gerne sehen. Halt die Klappe, die vier. Die Vorrichtung scheint auf Sith-Technik zu basieren. Deshalb wusste der Imperator davon und darum hat der Yavin 4 als Rückzugsort ausgewählt. Ivans Team hatte die Aufgabe, sie zu aktivieren, um mit den geopferten Leben den Imperator wiederzuerwecken. Ja, und jetzt will sie Revan zu demselben Zweck einsetzen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, sind wir alle tot. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ivan hat uns einiges über das komplexe Verriegelungssystem verraten, das uns Zugang zum Tempel gewähren kann. Das ist unser nächstes Ziel. Ihr werdet euch ins Gebiet der Masasi begeben. Seid furchtlos. Es ist soweit. Ihr seid endlich da. Revan.